Hallo Leute, es geht weiter mit Dark Parables 3, der Schmerz der Schneekönigin. Und wir sind hier in diesem Raum zuletzt gewesen und ich weiß gar nicht, was wollte ich hier zuletzt eigentlich machen. Ach ja, ich wollte erwähnen, dass ein Stückchen das Ende vom letzten Part leider weggefallen ist, weil halt dieses Spiel voll viel Speicher frisst, komischerweise. Und da habe ich mich mit der Festplatte halt verschätzt, die war dann am Ende doch voll und dann hat er den letzten Rest nicht aufgenommen. Deswegen hatte ich hier jetzt schon was eingesammelt, was ihr zuletzt nicht gesehen habt, mehr habt ihr aber auch nicht verpasst. Ein Tagebuch, eine Passage lautet: Seit diese schreckliche Schneekönigin erschien, hält ein mächtiger Schneesturm unser Königreich im Griff. Fast jeder Einzelne ist geflohen. So, und das so zur Information. Hierin scheint sich eine Art Flaschenzug zu befinden. Wenn ich dies aufbekomme, könnte ich herausfinden, was er anheben soll. Oh, meine Webcam ist so richtig schön immer oben am Bildschirm befestigt und dann kann ich die Schrift manchmal nicht lesen. Ich habe die mal eben weggenommen. Auf dem Regal liegen verschiedene Rüstungen und Waffen. Kann ich jetzt hier irgendwas machen oder eher nicht so? Nö. Das passt alles nicht. Ich glaube nicht. Auf der anderen Seite waren wir doch überall. Hier, du kriegst einen Dreizack. Sternensignie. Nee. Und Handbuch, was steht da halt drinne? Du bist nun im Kapitel 1. Ah. Ach, und dann kann man hier... Wie ist jetzt hier schon die Lösung? Ich will die Lösung nicht sehen. Ich will das nicht sehen. Nein. Was ist hier? Da leuchtet was. Es leuchtet. Ich brauche mal einen Tipp gerade. Irgendwie bin ich zu doof. Ich soll nach da. Nicht richtig. Kann ich hier was benutzen? Also das Foto kann man hier nicht anwenden. Ich glaube, das hatten wir auch schon. Hier, die kriege ich damit raus. Thank you, kind stranger. We know how to get home now. Come on, Jonas, let's go. I saw more kids get locked up in the palace. You must save them, too. Take this with you. I took it off the big monster when he caught me and brought me here. Oh mein Gott, ich habe mich das letzte Mal ja gefragt, woher ich die Stimme des Mädchens kenne. Und jetzt ist es mir gerade eingefallen oder eher aufgefallen. Das ist doch original die Synchronstimme von Clementine aus The Walking Dead, oder nicht? Das ist ihre Stimme, deswegen, ich kannte so dieses, hey, ja, Cake, ihre niedliche Sprache, die sie immer so hat, das ist sie doch. Das muss dieselbe Synchronsprecherin sein wie von Clementine, das finde ich jetzt toll. Was habe ich jetzt bekommen? Teil des Ordensschildes, wo ist denn der Rest davon? Ich glaube, da, wo wir gerade waren. Nee, hier. Detective, I've been waiting for you. The mirror foretold of your arrival. Your intention to meddle in our affairs will only lead to your own demise. Asha Evashuma! Cooler Schneewolf. Auch wenn er gegen uns ist. Aber ich finde den voll cool. Und wir haben jetzt hier den Schlüssel und ich nehme mal an, der lässt uns nicht vorbei. Wenn ich mich noch näher heranwage, schnappt der Eiswolf bestimmt zu. Das nehme ich auch mal an. Kann ich da lang? Ach so. Nee, das geht schon mal nicht. Geh mal zurück. Zurück. Schlüssel, nochmal zurück. Laufe ich jetzt falsch, wenn ich da lang gehe? Da komme ich her. Hier. Der Apfelschlüssel, der passt ja auch. Was habe ich jetzt bekommen? Schönes? Sieht aus wie eine Schneekugel. Reichsapfel der Königin.
Die kriegt doch bestimmt am Anfang hier in ihre Hand. Aha, spannend. Irgend so eine Eishöhle, in die wir jetzt kommen. Sieht total schön aus. Dieses Gerät sieht aus wie ein Teleporter. Von hier aus kann ich ihn jedoch nicht aktivieren. Dann wimmeln wir mal, wenn wir das hier sollen. Ich suche dieses runde Ding. Dann auch noch das Schwert. Dann so ein Ornamentding halt, wie immer. Das könnte auch hier so drin versteckt sein. Und das runde. Da, so ein Teller oder sowas. Ja, und dann brauche ich hier auch noch diesen Stein. Der ist es aber nicht. Der da ist es aber. So Blätter oder so. Und das da, ist es das? Nee. So ein Kruschel-Nuschel-Puschel. Ganz groß. Das gehörte da gar nicht hin. Voll getarnt. Voll gemein. Schöne Musik, aber ich suche dieses Dingens. Da führt kein Weg dran vorbei. Es ist so gemein. Es kann auch größer sein oder kleiner sein, als man denkt. Benutze ich halt einen Tipp. Wo ist es denn? Ach, hier unten an der Kiste. Ach so. Immer so ärgerlich, wenn man den Tipp benutzt und ja, im Nachhinein merkt man, ah, es ist ja gar nicht so schwer. Oh, du hast es abgebrochen. Du machst alles kaputt. Die Inschrift des Grabsteins lässt vermuten, dass jenseits das Märchen der zwei Spiegel, eins von vier gefunden. Nochmal, die Inschrift des Grabsteins lässt vermuten, dass jenseits der Höhle ein magischer Spiegel aufbewahrt wird. Ein magischer Spiegel? Haben wir irgendwie sowas? Aber können wir auch nicht da einsetzen. Ein knisterndes Feuer, ideal, um sich die Hände zu wärmen oder etwas anzuzünden. Anzünden. Keine Ahnung, das Foto wohl auch eher nicht. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Die Höhle ist von Plünderern verschont geblieben. Ihre Schätze liegen immer noch verstreut herum. Ist denn jetzt hier noch irgendwas oder sind wir hier jetzt gerade zumindest vorerst erstmal durch? Gut, dann gehen wir nochmal jetzt raus. Da können wir nicht lang. Dann also wieder zurück. Da ist der Wolf. Den verjagen wir doch bestimmt mit Feuer, nehme ich mal an. Ja, wieso haben die Kinder uns jetzt hier nicht geholfen? Was kann ich denn hier? Weiß auch nicht. Ja, vielleicht können wir hier auch noch was machen. Mit dem Schild oder so. Ach, ich gucke einfach mal auf die Karte. Können wir da direkt hingehen? Ach, ich bin ja vollkommen falsch hier. Dann ist ja klar, dass ich hier nicht weiterkomme. Bin ich jetzt richtig gelaufen? Ja, ich soll nur irgendwie hier hin? Ja, ich soll hier jetzt was machen können. Mit dem Dreizack vielleicht den. Mit dem Stab den irgendwie vertreiben oder so. Schlagen. Ich habe den Stab der Schneekönigin bereits an mich genommen. Ja. Hey, was mache ich dann? Mit dem Schild vielleicht? Ich weiß gerade nicht, was ich hier machen soll. Hier bist du. Interessantes. Ja. Das ist ja schön. Ich brauche einen Tipp. Gibt es für mich jetzt nichts zu tun? Ich denke, ich bin hier richtig. Nanu?
Jetzt bin ich verwirrt. Ich denke, da soll ich hin. Ich habe da eine Aufgabe laut Karte. Kannst du da... Da so da? Nee. Da so, nicht so da so? Hier blinken auch immer so die Sachen auf. Aber ich weiß auch immer noch nicht, was eigentlich die Bonis sind hier. Die, ja, ihr wisst schon, ne? Die Sammlerobjekte. Und der den Eisenstab... Was kann ich denn mal mit dem Eisenstab jetzt machen? Ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Aber irgendwie komme ich hier doch gar nicht weiter. Brauchte man irgendwo einen Stab oder so? Ah! Alles klar. Warum wurde ich denn dann dahin geschickt? Also dann habe ich doch hier jetzt was zu tun bekommen. Egal, geschafft ist geschafft. Jetzt bin ich hier und darf wieder wimmeln. Jetzt erstmal den Kopf hier wegnehmen. Oh Gott, das wird schwierig jetzt hier. Was sieht denn schon so wieder aus, dass man es nehmen kann? Das und das da und das. Und hier bestimmt und das da. Und das. Genau, klappt doch. So. Gut, dann machen wir uns mal ans tatsächliche Suchen. So ein Stab brauche ich. Hier das Rohrding da, so ein grünes Kristall. Kriegst du auch, dann ist das auch schon mal fertig. Ja. Das da habe ich gesucht und das da suche ich, genau. Dann so ein... Das hier, genau. Und jetzt eigentlich nur noch das hier. Und es ist immer das letzte Teil, was ich nicht finde, aber ich werde es finden. Wehe, wenn nicht. Ich muss es diesmal finden. Gibt's doch nicht. Wo bist du? Sieht aber auch so komisch aus. So, weiß auch nicht. Och, Manu, ich will doch keinen Tipp verwenden. Aber es ist immer so. Es ist immer das Letzte. Ist das denn bloß? Frag mich nicht, keine Ahnung. Wenn ich hier so überall gucke, sehe ich es. Da ist es, haha. Überstülpt beim Blumentopf. Wie gemein. Aber kein Tipp verwendet. So, was habe ich jetzt? Nicht angezündete Fackeln. Na, die kriegen wir bestimmt noch angezündet. Hier werden wertvolle Artefakte ausgestellt. Jedoch sind nicht alle vorhanden. Was... kann ich dann tun? Nix erstmal, würde ich sagen, ne? Ja. Müssen wir dann noch finden. Diese Tür verfügt über keinerlei Schloss. Aha. Die Konstruktion dieser schmuckvollen Garderobe muss ein Mammutwerk gewesen sein. Kann sein... Oh. In diesem Zimmer liegt ein junger Erbe gefangen, zwischen Leben und Tod. Nur eine Träne kann ihn erwecken. Nur eine Träne kann ihn erwecken? Wie denn? Wie mache ich das... Kann man bestimmt irgendwo, kriegt man bestimmt dann eine Träne her. Dem Grundriss nachzuurteilen ist dies eine Gedächtniskirche. Sie ist im erstaunlich guten Zustand. Der handgewebte Teppich gibt ein sanftes Leuchten von sich. Wie seltsam. Ja, finde ich auch. Kann ich hier irgendwas? Nein, kann ich nicht. Aber wenn es hier irgendwelche Sammlerobjekte gibt, dann bin ich zu doof, die anscheinend im Moment zu erkennen. Gut, alles klar. Dann hole ich jetzt mal Feuer in der Höhle. Das geht ja jetzt und dann vertreiben wir das Wölflein. Brennende Fackel. Thank you.
Das ist schön. Jetzt habe ich einen Froststein und ich muss zuerst das Tor öffnen, bevor ich zur Palasttür und so weiter und so fort. Das kann ich jetzt hier machen, wenn ich gewimmelt habe. Okay, dann wimmeln wir. Ich weiß nicht, manche Dinge sehen einfach schon so aus, als könnte man sie nehmen. Das ist einfach so. Ja, als hätte man die so im Nachhinein draufgesetzt. Ich weiß auch nicht. Ja, ich gucke deswegen am Anfang erstmal immer nicht. Da ist noch eine Rose. Jetzt muss ich aber gucken. Das da habe ich gesucht. Dann suche ich so einen Kranz oder sowas. Das da, genau. Und dann ein Kerzenständer. Und das da und das nicht. Dann diese große Schneeflocke, so aus Eis oder sowas. Da war noch das Blatt. Da ist dieses komische kleine, sieht aus wie ein kleiner Sarg. Wo ist jetzt die riesige Schneeflocke, die wahrscheinlich hier im Bild voll klein ist? So, um es extra schwer zu machen. Nee, sie ist da, im Hintergrund. Alles klar, ich hab alles. So, Kristallmünze. Mhm. Da kann das Wappendingsbums rein. Was haben wir hier? Was ist das hier Schönes? Man weiß es nicht. Oh, ich kann Knöpfe drücken. Oh, ich glaube, ich muss irgendwie so eine richtige Uhrzeit oder so hinkriegen. So, tada, fertig. Nein, Quatsch. Wo weiß ich das denn? Dreh die Zeiger so, dass die Kreaturen auf ihrem Habitat landen. Ach so. Das war jetzt aber nur einer. Okay, jetzt ist der richtig. Und jetzt muss ich eigentlich ja nur noch den rumkriegen. Hier, Adler, komm, geh rum. Das ging ja. Und jetzt noch ein Rätsel. Dreh die Zeiger so, dass die Tiere in ihrem Habitat sind. Die mit ihrem Habitat. Das ist aber nicht so einfach. Also die Knöpfe nehme ich jetzt nicht mehr anscheinend. Welcher war jetzt richtig? Der gehört dahin nämlich. Wo gehört der denn hin? Was ist denn das, eine Axt? Achso. So. Schwert. Schwert zum Ritter. Definitiv. Hab ich alle? Juhu! Auch das ging ja noch. Das Fallgitter vor der Palasttür scheint sich gehoben zu haben. Na wehe, wenn nicht. Auf dem Regal liegen verschiedene Rüstungen und Waffen. Okay, dann haben wir ja hier alles erstmal. Oder wie? Oder what? Ich glaube schon. Gut, dann gehen wir mal raus. Ah, und jetzt setzen wir das ein und dann ist es offen. Besuchen wir die Schneekönigin doch mal. Hallo, Schneekönigin. Die Luft der Halle ist von einem melodischen Summen erfüllt. Kapitel 2. Laut der Inschrift befindet sich die Bibliothek auf der anderen Seite dieser Tür. Wegen des Glases kann ich den Inhalt des Buches nicht erkennen. Die umhergestreuten Papiere beschreiben verschiedene astronomische Ereignisse. Das kann man drehen. Da können wir die Dinger einsetzen. Das sind aber nicht die, ne? Nee. Das sind andere. Was haben wir denn hier für eine Skulptur? Die Statue scheint etwas in der Hand zu halten. Ja? Okay. Unter anderem spricht dies von einem seltenen Ereignis, dem Silbermond, welcher vor 7 Tagen erschien. Kann ich da im Buch was einsammeln? Nee. Okay. Okay. Ja. Alles klar.
Sieh sich einer diese bezaubernde Schneekugel an. Ich kann den gesamten Palast aus der Vogelperspektive sehen. Das ist echt schön. Das geht bestimmt da rein. Oder das hier? Warte, das Sterneninsignie, das passt doch der Stern hier rein, oder? Ja. Aber das nicht. Dann habe ich eins schon mal, aber immerhin richtig. Ich will dem folgen. Ach, wie schön. Don't be afraid, little one. Here, put on this jacket to keep yourself warm. Good. Now I'll take you to see the throne room, where the other children are waiting to play with you. War das jetzt nicht Kai? Warte. Okay, ich komme hier gerade aus dem Wimmel. Doch, ich komme aus dem Wimmel raus. Dieser dicke Eisklotz versperrt den Eingang zum Thronsaal. Das war aber total cool gemacht gerade, fand ich. Irgendwie so die Art, so, ja, sie hat ihn, wie als hätte sie ihn verführt oder so. Gut, das Wimmeln mache ich mal im nächsten Part. Eine dicke Glastür versperrt den Weg. Hier ist doch noch ein Bild von einem Kind. Dies muss ein Porträt der Schneekönigin sein. Achso, es ist die Schneekönigin. Aber noch ein bisschen jünger, da sieht sie so kindlich aus. Dies ist ein Porträt des Königs, dem Herrscher des Bergreiches. Aha. Merkwürdig, die Schneekönigin sieht auf diesem Gemälde weniger kalt aus. Könnte dieser kranke Junge ihr Sohn sein? Ach, das würde natürlich erklären, warum die Schneekönigin immer so Kinder mitnimmt und so. Vielleicht ist ihr eigener Sohn ja irgendwie mal gestorben oder so und jetzt rächt sie sich sozusagen, indem sie andere Kinder mitnimmt. Das ist natürlich interessant. Ja, dann bin ich mal gespannt, wie es im nächsten Part weitergeht von der Schmerz der Schneekönigin. Bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann!